werden wir auch eine Übung machen, eine sehr realistische Übung, wo es darum geht, dass aus einem Leopardenbiss eine Pockenpandemie sich entwickeln könnte. Und wir werden in 4 Stufen dann versuchen, als Minister diese entstehende Pockenpandemie zu beherrschen, die vom Leopardenbiss ausgeht. Das Szenario wird sehr realistisch sein. Es wird die Besonderheit haben, dass besonders jüngere Leute betroffen sind. Also nicht wie bei der Covid-Pandemie, wo junge Leute auch keineswegs verschont werden, sondern bei der Pockenpandemie, die wir hier simulieren, wird es eine Pandemie sein, die gerade jüngere Leute sehr hart